So. Nein, du nicht. Ich. Oh, der Typ wird... Ah! Verdächtig. What the fuck? Fahren Sie bitte vom Verdächtigen weg. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge LSPD FR mit mir, den Razor Games, und euch, den Zuschauern. Ja, wir haben hier einen Verbrecher, der flüchtet, und wir haben hier jetzt unsere Highway Patrol am Start. Denn ich dachte mir, wir fahren mal wieder ein bisschen im Umland rum. Das war nämlich in der Weihnachts-Special-Folge ganz lustig. Ja, wir lassen hier mal vorbei. Das war nämlich in der Weihnachts-Special-Folge ganz lustig, und dann dachte ich mir, ich übernehme das einfach mal ins normale Let's Play. Oh, da ist ein Fuchs auf dem Highway. Seht ihr ihn da? Da so. Jetzt habe ich meine Fensterscheibe kaputt gemacht. Guck mal, was ich nicht alles für Tiere mache. So. Nein, Hase, nicht auf die Fahrbahn. Ey. Oh. Hat keiner gesehen. Bin weg. Ah, das hat aber jeder gesehen. Egal, so. Wir haben jetzt ein paar Einsätze zu fahren hier, ne? Denn wir sind jetzt in, ja, weihnachtlicher Stimmung, obwohl Weihnachten schon vorbei ist, aber das ist mir egal. Ich sehe einen Speeder. Guck, ob der sich vorbeidrängelt. Bleiben wir hinter dem. Ah, ne, der. Oh, schuh. Mit dem scheint alles in Ordnung zu sein. Aber der Typ hier ist ein bisschen behindert. Egal. Wir fahren aber mal weiter. Wobei er drängelt schon ein bisschen. Aber jetzt möchte er links. Mal gucken. Ja, okay, der fährt. Wir hängen uns dran. So, da hinten den Typen. Halten wir den mal an hier. Ey, fahren Sie bitte nicht so schnell, ja? Das ist nicht gut. Huch. Ja, okay, wir haben hier mal einen Polizeistopp. Hallo, Question Driver. Wir nehmen mal die Khakis raus. So. Observation of inside appears clean. Observation driver seems nervous. Ja, Question Driver. Do you have anything illegal in this vehicle? Not that I know, officer. Ja, der sagt immer dasselbe. Deswegen verstehe ich nicht, was an dieser Mod so toll sein soll. Huch. Du kennst... Oh. Ich durchsuche gerade das Auto. Ja, lass mich mal vorbei, ne? Nee, sie haben ja nur Speeding. Da darf ich sie, glaube ich, nicht mal durchsuchen. Ich weiß nicht, wie das ist. Wir fangen mal an. So. Continue. Hallo. Ask for ID. So, jetzt können ruhig vorbeifahren hier, ne? Das ist, da habe ich gar kein Problem mit. Mike Alley. Was ein behinderter Name, Alter. Mike Alley. Suchen. License swallowed, not known. Warte, pack mal schnell die Karre um. Sonst steht hier ein Stau, den wollen wir gar nicht haben. Nein, sie fahren mir nicht direkt hinten. Wir fahren jetzt an mir vorbei, ja? Und nicht davor. So. Gib ihm mal hier einen Ausweis zurück. Und werde ihn jetzt ein Bußgeld von... Wie schnell war der? Ich denke, der war schon doppelt so schnell. Dann machen wir mal 100 Euro. Also, wir hatten ja schon Schwierigkeiten, da dran zu kommen. Ne, deswegen, ich denke mal, das ist angemessen. Und dann können sie auch soweit weiterfahren. So, hat es dann bald mit Schreiben? Hallo. So, jetzt, okay. Have you given the car keys back? Nö, habe ich nicht da. Nimm sie. Ah. Hat mich fast umgefahren. Ach übrigens, ich habe jetzt ein paar Mods installiert. Unter anderem die Police Toolbox, die man gerade schon gesehen hat. Und zwar kann man hier... Das ist geil. Also ich habe es noch gar nicht angeguckt, so wirklich. CSI kann man, Cleaning Service, Dog Pound, ein New Patrol Vehicle... Huch, das Menü ist sehr empfindlich. Du darfst ganz kurz antippen, du bist schon irgendwie schon 10 Seiten weiter. Aber kann auch eine rauchen. Some celebrity gets dead, call your man Beverly to take some pictures of the crime scene. What the fuck? So, wir haben Public Disturbance, wir müssen da jetzt mal hin. Wir rücken aus. Respond Code 2, alles easy. Ey, Respond Code 2, mein Freund. Aber wir dürfen die Karre reparieren. Das freut mich. So.
Da unten auf dem Highway. Okay, warte mal, da, das ist der Highway. Ist halt doch mal mit Respawn Code 3, bevor der noch umgefahren wird oder so. Wie wenden wir jetzt am besten? Ja, guck mal, wir sind in einem Einsatz. Jetzt können wir auch eigentlich hier ganz langsam über den Schnee wenden. Und da ausrücken. So, wir machen den mal quer, sodass hier keiner reinfährt. Und setzen hier, sperren hier ab. Einmal hier und einmal hier. So, sie dürfen hier nicht weiterfahren, denn hier haben wir einmal, eine Person. You wanna get high? Ich glaube, sie sind betrunken. Gehen Sie doch bitte mit mir. Ey! Komm. Auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Guck mal, so ist gut. Guck mal, der ist brav. Nicht so wie ihr, die da hinten nicht warten können. Mein Gott. Welches Suspekt. So, wir rufen hier den da. Huch, was war das da? Wieso sind eigentlich die Autos? Wieso haben da eigentlich so eine Kack... Alter, könnt ihr mal die Fresse halten? Ja, ich krieg einen Anfall. Es gibt jetzt hier Rache. Guck mal, sehen Sie das hier? Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr, ja? Guck mal, sie haben kein Licht. Hold down. Speed it up. Was? Was? Was ist da gerade... Was? Was? Ich... Frag am besten einfach gar nicht. Und wir lösen die Barrikaden auf. Und fahren mal weiter. Sie haben mir einen Kratzer reingefahren. Sie kommen jetzt mit. Wobei haben sie mal. Ja, sie haben einen rein. Sie kommen mit hier. Wobei, nee, komm, wir lassen mal ab. Geh mal wieder auf unsere Spur rüber. Guck mal, hier ein LKW. Da könnten auch theoretisch Flüchtlinge drin sein. Den. Das Ding an. So. Den halten wir mal an. Ja. Sieht das rechts an. So. Vehicle on fire. Okay, wir haben ein bisschen dringend einen Einsatz. Respawn Code 3. Oh, huch. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Wir müssen hier auf die Spur. Was ist jetzt wichtig? Dürfen wir die Karre nochmal reparieren? Ja, das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Auto reparieren ist auch immer nötig bei uns. Oder bei mir zumindest. Ihr habt ja nichts. Ihr könnt ja nichts für meinen Fahrstil. Kurz mal hoch. Recall on fire. Das dachte ich gerade, das wäre irgendwie ein spannender Einsatz. Haben wir hier so ein behindertes Wrack. Müssen wir eben Totschwer callen. Boah, und in der Zeit können wir ja... Aua. Ich bin querschnittsgelähmt. Steigen Sie bitte mal aus. Ich glaube, Sie sind betrunken. Aussteigen. Nee, sie kommen mit hier, ja. Ich habe keinen Bock auf der Verfolgungsseite. Jetzt nehmen Sie bitte die Flossen hoch, ja. Wenn Sie jetzt rennen... So, was haben Sie davon? 8 Patronen in den Arm, der Typ ist tot. Seems legit. So. Wir questen mal, Corona. Ja, wir haben den nämlich an der Leiche im Gras. Ja, aber ich habe ihn gewarnt, ja, und er wollte weiter fliehen. Also habe ich ihn einen wunderschönen, hochqualitative Patronen in den Arm gejagt. Press End to End the Call Out. Ja, wir haben jetzt einen Totschlag gerufen, ne? Wir müssen, glaube ich, nicht warten. Code 4, das klingt auch gut. Dann dürfen wir die Karre einmal reparieren. Und der Kollege, wie gesagt, der ist es. Ah! Citizens report. Was ist das denn hier? In Grande Sonora Desert. Was haben Sie da gemacht? Nehmen Sie bitte mal die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich korrigiere, es sind 2 Corona. Es tut mir ein bisschen leid. Es sind 2 Leichenwägen, die wir hier benötigen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Sieht aus, wie als wenn in Afrika geschossen wurde. Wir müssen mal ganz kurz, kann man hier irgendwie... Boah, das ist... brauchen wir hier...
den da. EMS, hallo, fahren Sie bitte weiter. Gaffen ist hier nicht erlaubt. So. Noch ein Krankenwagen. Da hinten brauchen wir noch einen Towtruck, Alter. Wieso wird denn der nicht abgeschleppt? Versteh's nicht. Versteh es einfach nicht, ne? So, komm. Was auch immer da für komische Dehnübungen macht, die möchte ich gar nicht wissen. Sonst gehen wir nach da. Ah! Wo soll ich sie mitnehmen? So. Was? Ich verstehe gerade gar nicht, was hier abgeht. Hier ist ein bisschen Morgenverkehr. Ey, soll ich Ihnen erklären, was passiert ist? Hallo? Scheinbar nicht. Okay, der Affe wird mitgenommen. Der Täter anscheinend nicht so. Ich dachte zuerst, es wäre ein Polizist. Deswegen habe ich nicht gleich geschossen. Und den Kollegen bitte auch mitnehmen. Und die Müllsäcke hier. Dass sie auf der Straße liegen, finde ich nicht gut. Bisschen Würde. Ja, egal. Wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt weiter. Der Wagen, den wird irgendwie nicht angenommen. Dann machen wir Endcall, damit das hier nicht... Okay, geht nicht. Egal. So, jetzt machen wir mal weiter hier mit dem Einsetzen. Es ist gerade ein bisschen ruhiger, die Schicht. Ne? Irgendwie ist heute ein bisschen... Heute ist ein bisschen ruhig. Ja, heute ist eine ruhigere Folge. Heute ist ein bisschen gechillter. Easygoing. Attention all units. Wir haben stolen vehicle. Da fahren wir hin. Grande Sonora Desert, Respond Code 3. Es war ein Tafel. Unsere Schnellwiederholung an. Mach ich so. Ich habe nämlich irgendwie mal probiert zu verstehen, wie das mit der Schnellwiederholung funktioniert, weil ich mit so meine Thumbnails machen kann. Aber bei mir ist es irgendwie verbuggt. Man kann das doch irgendwie hier, als kann ich nicht ins Menü. F2. Egal, ich verstehe es nicht. Wir holen Air Support auf jeden Fall, damit er nicht flüchtet. Und sonst noch ein bisschen Local Patrol. Oh Gott, nein. Ich wollte ohne Unfall durchkommen. Mann, scheiße. Egal, wir fahren dahin. Oh, der fährt direkt ins Gefängnis. Kann es sein, dass der verhaftet werden möchte? Wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Be very good to go. We've got a visual. Headed east. So, jetzt scheiß. Was mache ich denn jetzt? Wollen wir jetzt einen Helikopter oder was? Das ist irgendwie nicht so gut. Suspect is moving south. Was machen wir jetzt? Mal überlegen. Ich muss einen Helikopter. Pack dafür meine Karre hier in Safety kurz. So, dass die Saved Vehicle. So. Wie ist missing? Oder kommen die da hinten rein? Kommen die da rein? Nö, toll. Wir machen mal eben hier Emergency Police Maverick. Ich weiß, es ist zwar ein bisschen out of roleplay, aber was soll man sonst machen? So, da vorne ist der Verbrecher. Ja. Ah, aus dem Weg. Oh Gott. So, wir sind einigermaßen... Ich bin tot. Was muss auch mir passieren, ne? Dass ich aussteige und gleichzeitig aus irgendeinem Grund in die verkackten Rotoren fall. Das... Nee, das muss auch... Kann auch nur mir passieren. Oh, eine Verfolgungsjagd. Und da hängen wir uns mal gleich dran, wenn er noch leben sollte. Ey, auf dem Boden. Okay, ich merke schon. Wir bereiten immer ein schnelles Ende. Tja. Guck mal, ist noch eine Waffe. Da können wir nicht einsammeln, okay. Guck mal, ein bisschen Schrecken. Renn, mein Freund. Renn. So, wir holen uns mal eine neue Karre. Merchants, was hatten wir jetzt für einen? Den da, glaub. Nö, den da. Ja, den hat man. Dann einfach mal weiter Streife. Jetzt muss ich aber kurz noch die Zeit ein bisschen ändern, weil jetzt ist natürlich alles ein bisschen überbeblendet. Ich glaube, ich hatte irgendwie 4 Uhr. 4 Uhr kann das sein? Das kann, glaube ich, sein. 3 Uhr? 2 Uhr? Ja, wir hatten 4 Uhr. So.
Und ich kann einmal weiter ein. Oh, da haben wir schon einen. Hit and Run. Hit and Run. Finde ich immer gut. Also, natürlich nur im Spiel finde ich das gut. In echt finde ich das nicht gut. Guck mal. Air Unit from Central Station. Fangen wir ab, den fangen wir an. Da vorne ist der Eumel. Den fangen wir ab. Wir holen aber noch ein bisschen Air Support und ein bisschen Local Patrol. So, dass wir den nicht aus den Augen verlieren. Bleib sie stehen. Guck mal, der hat ein Cabrio, das heißt, ich kann einfach da durchtasern. Das macht mir am besten. Oh Gott. Oh Gott, Kollision mit einem Einsatzfahrzeug. Komm. Wir probieren erstmal zu drehen. Er hat ja noch nicht wirklich was gemacht. Beziehungsweise zerschießt erstmal die Reifen. Ja, der vor uns macht auch schon gut mit. Huch, der vor uns ist gegen den Fall gefahren. Scheiße, ich krieg den nicht. Ah, nicht mich rammen, den Typen rammen. Alter! Na! Ja. Boah, voll gerecht, Alter. Voll re. Also voll. Ja. Ah! Das gibt's doch nicht. Oh, wie der alle abhängt hier, wie sie alle rauskugeln. Voll nice. Also voll scheiße eigentlich, aber voll nice. So, der ist dann auch weg. Sind noch wir. Oh Gott, wir sind auch bald weg. Oh. Jetzt komm raus, du Eumel. Ja. Zack, das habe ich mich selber ausgespielt. Scheiße. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Local Patrol, habe ich gehört. Union Road. Oh Gott. Oh, über einen Highway, egal. Bleiben Sie stehen. Scheiße, okay, Moment, wir machen jetzt mit dem. Komm, Alter, die muss man doch treffen. Ich glaube, die Perücke ist so fett, dass der Taser nicht durchgeht. So, jetzt gedreht. Aussteigen. Scheiße. Scheiße, okay, wir nehmen weiter vorne auf. Boah, wie viel, komm. Ah, ich möchte vorbei. Ah. Okay, solange wir keinen Gegenverkehr haben, können wir in der Stellung fahren. Was macht denn der Typ da? Ah, nicht ins Feld. Wieso müssen solche Leute immer so rammen, ey? Verstehst nicht. Ja, genauso wie du, ey. Ja. Wo ist erstmal getasert? Immer noch Union Road. Wie weit geht denn die Union Road? Das ist ja eine Frechheit hier. Guck mal, wie weit wir jetzt weg sind, weil die Typen mich immer rammen. Das ist unglaublich. Boah, gerade noch die Kurve gekriegt, wortwörtlich. Aber das Fahrverhalten ist auf jeden Fall schon negativ. So, da vorne ist er, Typis. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt noch. Hier gibt's doch nichts, wie lange das jetzt hier braucht. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Komm. Du hast keine Chance. Ja. Fuck, er hat doch eine Chance. Jetzt komm, wir parken ihn zu. Du hast keine Chance, deine Hinterreifen sind kaputt. Ah! Außerdem fährst du gerade im Gegenverkehr. Und alle. Alter, der trickst alle aus, der Typ. Ich muss ganz kurz die Karre reparieren, sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Wobei doch, wir kommen noch hinterher. Das passt schon. Aber wir holen noch ein. Wir zoomen mal langsam hier in News. So. Oh, so, komm. Scheiße. Jetzt haben sie ihn, oder? Nee. Aber müssten die Hinterreifen so krass zerdrückt haben, eingeklemmt haben, dass der gar nicht mehr so schnell fahren dürfte. Aber irgendwie kann er doch noch so schnell fahren. Im Gegensatz zu uns, die sich hier irgendwie mit der letzten Klappermühle zufrieden geben. Warte, ich kann nicht mehr lenken. Wir müssen kurz reparieren. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Vehicle gesaved. Ja, das bringt uns ja gar nichts. Scheiße. So, jetzt haben wir wieder alle Lichter dran und so. Jetzt kriegt man den aber, oder? Jetzt haben wir ein neues Auto. Wie gesagt, das mache ich eigentlich immer nur dann, wenn es nicht anders geht. Lol, hat eine Kuh gefahren. Aber in dem Fall war es einfach nötig, weil sonst wären wir nicht hinterhergekommen. Jetzt fährt er wieder zurück. Pass auf, den holen wir jetzt. Den holen wir jetzt. Da vorne ist der Eimer.
Gott, was fahre ich hier lang? Ja, immer noch Union Road. Die Road zieht sich über, was weiß ich, Unionhausen oder was weiß ich. Oh Gott, Kollision mit einem SWAT-Fahrzeug. Jetzt dreht er schon wieder, ist er behindert? Bleiben Sie stehen, Sie haben SWAT an Ihrem Hals. An Ihrem Holz. Oh Scheiße, egal, jetzt haben wir ihn. Steigen Sie jetzt aus. Aussteigen. So. Steigen Sie jetzt. Sie müssen ihn nicht 50 Mal tasern. Das reicht, wenn Sie ihn einmal tasern, ne? Ist aber nur so als Randinformation. So, jetzt gehen Sie bitte auf den Boden. Komm, auf den Boden. Nein. Ich möchte Sie verhaften, sonst kann ich Sie nämlich nicht einsacken. Dann müssen Sie leider sterben. So. Nein, du nicht. Ich. Oh, der Typ wird... Ah! Sie haben ihn verdächtigt. What the fuck? Fahren Sie bitte vom Verdächtigen weg. Nein, wir haben die Frau getötet. Hallo. Weißt du, es ist jedes Mal so. Es ist einfach jedes Mal so. Man einmal einen perfekten Einsatz und dann kommt von vorne ein fettes Auto und rammt einfach alles weg. Es ist jedes verfickte Mal so. Ja, sind Sie mal ganz ruhig, Sie haben Ihr Auto da drauf geparkt. Kriegen jetzt die... Nee. Na gut, Leute, ich würde sagen, mit der Unfallstelle hier... Sind Sie bitte auf Ihre Kollegen rumzuschießen. Rumzuschießen. Okay, wir brauchen einen Tow Truck. Was durchsucht das Polizeiauto? Da werden wir schon eine Waffe drin finden. Nothing of interest. Und wir brauchen einen Corona, sofern Sie da rankommen. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass hier schwierig wird. Weil das ist jetzt echt, also das hätte jetzt echt nicht sein müssen, ja, Kollegen, die ausgestiegen sind. Machen wir das Auto zumindest schon mal abschlepptauglich und machen die Türen zu. Nicht drüber klettern, zumachen, du Arsch. Alter, jetzt mach die Tür zu, so. Der war auf jeden Fall Speed. Huch. Na gut, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von LSPDFA. Wieder mit uns, dem wunderschönen Officer hier, den man jetzt mal in voller Pracht sieht. Und euch, den Zuschauer. Ja, ich würde sagen, bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.